Es läuft rund am und um den Wallensee. Die Mare und das Geheimnis vom Wallensee faszinierend. Schon Kinder ab 6 Jahren können das Geheimnis lösen. Was es braucht, ist ein Entdeckerset. Und das kostet 39 Franken Schifffahrten inklusive. Und dann geht es los. Auf dem Schiff, auf 6 Spielplätze und Themenweg entlang vom Wallensee. Ihr seht das auf der Karte, wo das alles möglich ist. Möglich gemacht hat das attraktive Angebot das Spielerlebnis Wallensee. Die Finanzierung ist sichergestellt worden durch das Jubiläumsengagement der St. Gallischen Kantonalbank im Rahmen von ihrer 150-Jahr-Feier, von den Gemeinden Quarten, Wallenstadt und Wesen sowie von weiteren kleinen Sponsoren, z.B. Mobiliar oder Kanton St. Gallen. Von den Gemeinden, von vielen Personen, vom Zivilschutz usw. so ist viel Frauenarbeit geleistet worden. Der Guido Städtler ist vereinweltend dem attraktiven Abenteuer im Wallensee nachgegangen und hat zuerst mit dem René Walzer, Verkaufsleiter Region Ost von der St. Gallischen Kantonalbank, geredet. René Walzer, du bist der Verkaufsleiter von der Region Ost von der St. Gallen Kantonalbank. Was hat die Kantonalbank ermuntert, hier das Sponsoring von dem Spielerlebnis Wallensee zu übernehmen? Wir haben etwa vor 3 Jahren angefangen, uns zu überlegen, wie wir am geschicktesten unser Jubiläum 150 Jahre beginnen, im Jahr 2018. Und haben dann eigentlich gedacht, daraus ist eine Idee geboren und haben gedacht, wir wollten eigentlich nicht eine Festschrift machen, die irgendwo verstaubt auf einem Gestell oder ein grosses Fest für ein paar wenige, das dann am anderen Tag wieder vergessen ist, sondern wir wollten eigentlich über den ganzen Kanton ein Projekt unterstützen, aus der Gesellschaft heraus, wo der Gesellschaft etwas bringt, wo aber vielleicht noch eine Anschubfinanzierung braucht, wo wir eigentlich in der Schublade sind, parat sind, Umsetzung und wir können das ermöglichen. Und so glauben wir, können wir etwas zurückgeben der Bevölkerung. Ich meine, unsere Bank gibt es ja nicht 150 Jahre, wenn nicht St. Gallen Bevölkerung schon 150 Jahre zu uns gestanden wäre, mit uns zusammen gewachsen wäre, Geschäftsbeziehungen mit uns gepflegt. Und so haben wir, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um wieder etwas zurückzugeben. Darf ich fragen, wie viel ihr da investiert habt in das konkrete Projekt? Ja, selbstverständlich kann man das fragen. In das Projekt haben wir eine Grössenordnung von 600'000 Franken investiert. Von einer Gesamtsumme? Von etwa 1,2 Millionen. Also rund die Hälfte haben wir dürfen können übernehmen. Gut, es ist ja ein regionales Projekt, auf das können wir im anderen Zusammenhang noch zu reden. Wie hast du die Einweihung erlebt? Ja, die Einweihung erlebt, sind alle sehr gespannt gewesen. Es war auch ein wunderbarer Tag wie heute. Und als ich hier gekommen bin, bevor es eigentlich offiziell war, habe ich gesehen, der Spielplatz ist schon voll von Kindern. Und ich glaube, das ist hier die Hauptsache, dass hier etwas läuft auf diesen Plätzen, läuft etwas auf dem Schiff. Und ich glaube, so hat es angefangen und so ist es auch weitergegangen. Haben Sie schon erste Feedbacks bekommen, die aufgedrungen sind bis in die Direktion? Ja, selbstverständlich hat man bei der einen oder anderen Reaktion, ich wohne ja auch in der Region, darum hört man das eine oder andere. Es gibt auch noch viele Leute, die sagen, wir gehen jetzt erst schauen, es war noch ein bisschen heiss, aber bis jetzt haben wir durchwegs positive Resultate und Feedbacks bekommen. Melanie Romer ist mit dem Kind hier auf dem Spielplatz in Wallenstadt. Wie findest du das Spielerlebnis als Gesamt? Also für uns Einheimische ist das Spielerlebnis auch eine rechte Bereicherung, eine Aufwertung. Und mir ist auch wieder bewusst geworden, wenn ich an den Spielplatz gegangen bin und ein bisschen umgeschaut habe, wie schön die Ortschaften rund um den ganzen See sind. Man nimmt das gar nicht mehr so wahr und das hat jetzt einem wieder ein bisschen die Augen geöffnet. Du hast jetzt von dir geredet, wie reagieren denn deine Kinder? Ja, seine Augen gehen glaub nicht so in die Ferne. Die fokussieren sich stark auf die neuen spannenden Spielgeräte und sind fast nicht abzuholen wieder vom Spielplatz. Ja, das ist ja gut, dass das so ankommt. Deine Familie geht scheinbar öfters auf die Spielplätze am See. Wie viel hast du schon besucht? Wir waren in Wallenstadt schon. Wir sind öfters in Molls, wo wir herkommen, auch zu Unterterzen. Murg ist in der Nähe der Schulhäuser, wo meine Kinder eingeschult sind. Und wir waren in der Sommerferie auch zu Quinten. Uns fehlt nur noch Wesen. Das ist gut.
irgendwo in diesem Rahmen gibt es ja irgendein Geheimnis zu lösen. Sind ihr das schon zu lösen gekommen? Wir haben einmal angefangen, die Geschichte von der Mara zu lesen, haben aber uns noch nicht ganz auf das Rätsel eingelassen. Ich merke auch bei den Kindern, das sind ja wie die zwei Ebenen. Das eine ist einfach zu spielen und das andere ist das Rätsel. Das Rätsel haben wir uns noch ein bisschen aufgespart. Das war jetzt das Rohr daran. Wenn man hier runterrutscht, dann gibt es einem so einen leichten Zwick. Also, weil so, also die Haare stehen dann gerade auf und so. Also wenn man runterrutscht, gibt es dann einen ganzen Zwick. Janik, jetzt sind wir auf deinem Lieblingsspielgerät. Vielleicht musst du einen Moment anhalten, damit man antworten kann. Wie findest du jetzt das hier? Ich finde es cool, weil man kann das dritte drauf gehen. Also ich und meine zwei Brüder. Und man kann halt einfach schaukeln. Dann gehen wir auf die andere Seite fragen. Ihr seid jetzt auch auf eurem Lieblingsgerät, oder? Ja. Ja. Und macht es Spass jetzt mit dem Janik? Es macht sehr Spass. Ja. Weil wir sind ein bisschen ausgeglichen. Der Janik ist etwa so schwer wie wir zwei. Ja, super. He? Und gehen Sie viel auf den Kinderspielplatz? Ja, wenn wir Zeit haben. Wenn wir Zeit halt haben. Ja, dann machen Sie auch Zeit, gell? Ja. Und sonst sollen Sie Papi und Mami beibringen. Ja. Wir wollen wieder auf den Spielplatz am See. Sagen wir. Go baden könnt ihr ja jetzt dann nachher auch noch, wenn es so schön warm ist. Ja, Petra steht jetzt bei mir. Sie ist mit ihren Kindern ebenfalls auf dem Spielplatz. Hast du den schon häufig besucht? Ja, wir gehen etwa mal runter, am Nachmittag, wenn es keine Schule mehr haben. Oder jetzt natürlich in den Ferien, wenn wir sowieso schon am See sind. Ja, ist herrlich da. Und haben Sie schon probiert, das Geheimnis oder das Rätsel zu lösen? Nein, haben wir noch nicht probiert. Aber wir haben es noch auf der Liste. Das ist gut, dann reisen wir auch mal noch von Wallenstadt bis auf Wiesen. Genau. Das ist super. Viel Vergnügen. Nein, das nicht. Ich kann so aufhalten. Genau. Ich kann so aufhalten. Hier so auch so auf. Genau. Jetzt hier Erik rein. So. Und dann muss so. Dann muss man so. Komm, das ist so. So. Dann. Hey! Ja, genau. So. Und dann auch noch auf. Ja, nicht so genau. Ja, jetzt zusammen, so. So. Da oben, oder? Nein, unten. Unten? Mhm. Jetzt ist es so. Und jetzt ah, ja. So, noch ein bisschen. Genau. So. Ja, super. Meine ist total falsch. Genau. So. Oh, deine ist gut. Meine ist gut. Schau, du bist jetzt da. Muss ich beide rein? Wie funktioniert das jetzt? Können wir jetzt auch das Rätsel lösen? Ja, das ist ein ab aus Schiff. Ja. Brauchst du das zum Durchschauen jetzt hier? Ja. Aha. Das ist ja schwierig, gell, da die Falterei. Ja, so machen wir es jetzt einfach mal. Und dann, was sieht man? Hast du überhaupt eine Ahnung? Was sollte man sehen? Wir müssen so und jetzt Moment. Ah, da geht es um einen Hinweis. Oder hier muss man es herheben. Ja, ich muss am Janik sein. Ja, genau. Holen wir am Janik sein. Ja, Moment kurz. Janik, wir brauchen dies. Janik? Krass, ja, aber wir müssen es noch anfangen. Also, ich weiß schon, wie es geht, aber wir müssen es entfalten. Eben, so. Ah ja, genau. So. Und jetzt muss es da. Darf ich vorne, so. Wenn ich...
Jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist denn das Schiff? Janik, nur mal das dann im Hinti suchen. Janik. Egal. Markus Scherer, du bist Betriebsleiter von der Wallensee Schifffahrt. Was sind die Beweggründe vom Schiffsbetrieb Wallensee gewesen, um hier mitmachen beim Spielerlebnis Wallensee? Ja, wir finden es natürlich ein sehr gutes Produkt, dass es um den See herum einmal etwas gibt, wo der See mit einbezogen wird. Ist für die Region natürlich auch gut. Und dass die Spielplätze wirklich mehr oder weniger gerade am See liegen. Welche Leistungen erbringt denn der Schiffsbetrieb in das Projekt hinein? Also wir haben Leistungen erbringen wir mit Tageskarten. Wir haben hier Angebot gemacht, auch mit, für Kinder, dass sie günstiger fahren können. Also Kinder fahren gratis. Und wir haben so unseren Beitrag geleistet. Haben Sie auch den Schiffsfahrplan angepasst? Im Moment ist es nicht gegangen, dass wir den Schiffsfahrplan anpassen konnten. Wir probieren es jetzt so zu machen. Wir haben aber jetzt schon Erfahrungen gemacht mit Leuten, die zum Beispiel am Sonntag bis an einen Spielplatz alle können besuchen mit dem Schiff. Sind Frequenzen durch das Projekt jetzt gestiegen? Das Projekt läuft, also das Spielerlebnis läuft natürlich noch nicht sehr lang, aber wir haben schon sehr positive Erfahrungen können machen. Wir haben sehr gute Zahlen können feststellen, wo von Familien, die die Spielplätze besuchen tun. Sind das Touristen oder Einheimische oder beides? Es sind eher Fremde, die das jetzt gemacht haben, die auch die See kaufen und die die Spielplätze besuchen. Das hat schon Einheimische, aber die gehen zum Teil Spielplätze mit dem Auto oder sagen wir, jetzt gehen wir mal die Quinte anschauen. Aber es sind schon eher die Auswärtigen, die Spielplätze wirklich bewusst auch besuchen. Rolf Blumer ist der Geschäftsführer vom Verein Spielerlebnis Wallensee. In dieser Funktion hast du dich ja mit der konkreten Umsetzung beschäftigt. Wie war die Unterstützung von Anfang an?
Bei so einem grossen Projekt, das so lange geht, ist natürlich nicht durchgehend eine lineare, sage ich, hohe Unterstützung. Also zu einer Schiffli-Metapher dürfen brauchen. Wir haben einige Wellengang gehabt, ein bisschen hoch und tief, aber grundsätzlich, wenn ich so zurückschaue, eigentlich durchwegs immer ein bisschen Rückenwind. Und dann im Raum der Umsetzung? Im Rahmen der Umsetzung selber war es sicher ein sehr grosser Vorteil, dass die St. Galler Kantonalbank das Leuchtturmprojekt von 150 Jahren Feier ausgewählt hat. Das hat dem Projekt sehr viel Glaubwürdigkeit gegeben und auch starken Rückenwind, sage ich, oder die Segel gefüllt. Je weiter es dann gegangen ist oder je näher es dann der Termin ist zur Eröffnung, desto stärker ist dann aber auch von allen Ecken und von allen Partien die Unterstützung eigentlich gekommen. Was händ ihr für Vorbereitungen müssen treffen? Bei so einem grossen Projekt oder grossen Projekt wie das Spiel Erlebnis Wallensee, das über 5 Jahre geht, kann man eigentlich sagen, hat sich zusammengesetzt aus 8 kleineren, aber immer noch grossen Teilprojekten. Das sind einerseits die verschiedenen Standorte, wo man von der Nutzungsplanung über Baugesuche mit den Grundeigentümerverhandlungen, mit den politischen Gemeinden etc. und dann auch die ganzen Spielgeräte dann ausdenken, erfinden, herstellen. Das haben wir alles über den Winter gemacht und dann eben im Frühling aufbauen, dass dann auch alles parat ist für die Eröffnung. Auch ein anderer Teilbereich des Projekts war die ganze Software-Geschichte, wie wir das intern sagen, dass also die Geschichte erfinden, die Mara, der Mara Leben einhauchen, die Mara visualisieren und die verschiedenen Charaktere, das Sammelspiel ausdenken, testen. Das war alles sehr, sehr aufwendig, aber auch sehr vielseitig und auch vielfältig. Mit dem Spielerlebnis ist ja Geschichte verbunden. Und ja, eine spannende Geschichte. Kannst du da etwas erzählen, wie das abläuft, ohne gerade das Geheimnis zu lüften? Ja, das Geheimnis möchte ich natürlich schon nicht jetzt erzählen. Da soll die Familie Zeit und Gelegenheit, das selber herauszufinden. Aber grundsätzlich geht es in dieser Geschichte oder beim Spielerlebnis Wallensee darum, dass die kleinen und grossen Gäste der Mara helfen, das Geheimnis vom Wallensee zu lösen. In dem Buch, das wir selber geschrieben haben und die Geschichte erfunden haben für den Wallensee, geht es eigentlich von Kapitel zu Kapitel, von Spielplatz zu Spielplatz, wo dann die Kinder jedem Spielplatz Hinweise suchen und dann ein Rätsel lösen, das dann in die Schatzkarten eintragen und am Schluss dann so immer auch Schritt für Schritt dann am Rätsel näher kommen und dann schlussendlich auch das Geheimnis dann lüftet vom Wallensee. Ihr nennt das ja Entdeckerset. Wo kommt man das über und was kostet das? Also die Entdeckersets sind bei verschiedensten Verkaufspartnern erhältlich rund um den Wallensee. Wir haben geschaut, dass möglichst in der Nähe von jedem Spielplatz, dass man die beziehen kann. Man baut das auch noch kontinuierlich weiter aus und die aktuelle Liste ist am einfachsten, wenn man sie auf der Webseite nachschaut. Dort ist es eigentlich immer aktuell. Und in so einem Entdeckerset hat es ein Buch mit der Geschichte über die Mara und eben das Geheimnis vom Wallensee. Es hat eine Schatzkarte drin, es hat ein Faltblatt, das man dann braucht, um eben die Rätsel zu lösen. Es hat noch einen Schlüsselanhänger drin, einen Kleber und noch kleinere Sachen. Und auch drin, weil eben die Spielerlebnis kann man nicht an einem Tag lösen, 2 Tageskarten für ein Kind, für die Schifffahrt auf dem Wallensee. Dann gibt es noch ein grosses Entdeckerset. Das grosse Entdeckerset hat eine Tageskarte noch zusätzlich drin für eine erwachsene Begleitperson. Das grosse Set kostet 39,50 Franken und das kleine Set ist 19,90 Franken. Ist das Spielerlebnis das ganze Jahr benutzbar? Also das Spielerlebnis, man kann natürlich im Winter dann Geschichte lesen und sich freuen auf den Sommer, aber grundsätzlich sind schon die Sommermonate, ich sage mal, die Hochsaison vom Spielerlebnis, weil über den Winter werden wir gewisse Geräte auch einwintern, dass sie nicht durch den Schnee dann kaputt gehen. Monika Heb, du bist Präsidentin des Vereins Wallensee Tourismus und vom Spielerlebnis Wallensee. Das Spielerlebnis Wallensee ist ja nicht in einem Tag entstanden. Nein, in der Tat, die Idee gibt es schon länger. Es ist eigentlich, geht zurück auf das Jahr 2013. Da ist die Idee zuerst mal eigentlich aufgetaucht, anlässlich eines Workshops, dass man das Gefühl hat, man macht verschiedene Themenspielplätze rund um den Wallensee und die verknüpfen zu einem grossen Themenspielplatz. Und dann ist es doch, hat es ein bisschen länger gebraucht. Zwischenzeitlich ist die Projektidee auch mal noch mal in der Schublade verschwunden und hat dann eigentlich so wirklich Fahrt aufgenommen 2015. Und jetzt sind wir natürlich glücklich, dass wir 2018 haben dürfen, Ende Juni, das Spielerlebnis Wallensee eröffnen. Das Spielerlebnis Wallensee ist ja der Obertitel. Und an den verschiedenen Stationen hat es Unterprojekte. Kannst du dort ein bisschen detaillierter darauf eingehen?
Ja, es war uns von Anfang an ein grosses Anliegen gewesen, dass eine lokale Verankerung eigentlich stattfindet, dass es nicht ein austauschbarer Themenspielplatz in dem Sinne ist, sondern dass, wirklich, dass es ein Spielplatz ist oder verschiedene Spielplätze, die daher passen. Und dass wir eigentlich die lokalen Gegebenheiten und auch Besonderheiten von dem Ort in den Spielplatz einfließen lassen können. Einerseits, damit sich die lokale Bevölkerung, die Einheimischen, auch mit diesen Spielplätzen identifizieren können. Auf der anderen Seite möchten wir auch den Gästen etwas mitgeben über die verschiedenen Orte und über die Besonderheiten der Ortschaft entlang am Wallensee. Was ist denn in Wesen beispielsweise das Thema? Ja, also in Wesen haben wir zum Beispiel das Thema Fisch aufgenommen und das führen wir ein bisschen zurück auf den Standort der kantonalen Fischbrotstation. Dann haben wir zum Beispiel in Murg das Thema Spinnereien. Das führen wir eigentlich auch ein bisschen zurück oder ist in Anlehnung basiert an die industrielle Vergangenheit von Murg. In Wallenstadt zum Beispiel, Wallenstadt ist bekannt als historische Hafenstadt, als Umschlagsplatz für Güter, die man über den See geführt hat, damals. Und darum haben wir auch das Thema Anlegespiel als geeignet gefunden in Wallenstadt. Und so geht es eigentlich rund um den See herum mit verschiedenen Themen. Da haben wir das Quinten jetzt so ein bisschen Südsee oder mediterranes Feeling. Das ist effektiv so. Also ich glaube, die es kennen, die Quinten ist ein bisschen ein Paradies eigentlich. Und da haben wir auch die Besonderheit, dass Quinten nicht einen Spielplatz in dem Sinne hat, sondern dass wir eigentlich einen Themenweg haben. Und wir sagen dem eigentlich die Paradiesmeile. Jetzt haben wir hinter uns da in der Rückenlehne ja so Rondellen. Und wenn ich hier drülle, dann kommt da etwas vor. Da ist ein Ringelnatter vorgekommen. Hier eine Mauereidechse, das sind ja Tiere, die hier vorkommen in Quinten. Da ist die Schlingnatter noch auf. Das sind ja alles ungiftige Tiere. Und dort sonst ist noch die Zauneidechse. Sehr ein spannendes Projekt gewesen, auch weil man natürlich sehr nah mit den Behörden geschafft hat. Also es war ja von Anfang an so, gewesen, dass das oberste Ziel dieses Projekts ist, dass man wirklich ein neues touristisches Angebot geschaffen hat, jetzt hier am Wallensee. Und es war wirklich das Anliegen, auch gewesen, dass man hier eng mit den politischen Gemeinden zusammenarbeitet, mit den Ortsgemeinden, aber natürlich auch mit den touristischen Leistungsträgern. Und das hat bis jetzt eigentlich sehr gut geklappt. Man hat einen sehr guten Austausch, sehr gute Zusammenarbeit. Und ich würde sogar sagen, ein sehr positiver Nebeneffekt von dem ganzen Projekt ist eigentlich, dass wir näher zusammengewachsen sind rund um den See herum. Also, dass wir wirklich, uns wirklich auch besser kennengelernt haben rund um den See.